Yoga und Stress. Wohl kaum ein Thema ist so gründlich und umfangreich erforscht. Und Yoga hat eine ganze Menge effektive Übungen und Techniken zu bieten, wie du deinen Stress reduzieren kannst oder auch balancieren kannst. Wenn du wissen willst, wie das geht, gibt nur einen Weg. Üb die Stunde mit. Mein Name ist Dr. Ronno Steiner von AshtangaYoga.info. Und ich würde mich super freuen, wenn du jetzt gleich am Anfang dem Video einen Thumbs Up gibst und nutzt die Gelegenheit, klick auf Subscribe, damit du Inhalte wie diesen häufiger erleben kannst und so mit gezielten Yoga-Übungen deinen Körper und deinen Geist in Balance bringen kannst. Stell dich jetzt ganz auf diese Praxis ein, gib die Hände vom Herzen zusammen, atme ein. Und gemeinsam. Ein Mantra über den Fluss der Welt, lausche einfach. Ksharam Prathanam Amrita Ksharam Harach Ksharatmanav Ishate Deva Ekach Tasya Pityanat Yochana Tatva Bhavat Uchaschante Vishwamayani Frittich. Thema Stress, was sagen die Studien? Mit die besterforschte Atemübung Kapalabhati. Wir legen Hand auf den Bauch. Bauch geht raus. Und wir atmen mit einem Stoß durch Mund oder Nase, traditioneller, aus. Wenn du schwanger bist, machst du es bitte in Zeitlupe. Also nicht mit einem Stoß, sondern einfach ganz gemütlich den Bauch reinziehen. Mach einfach weiter im eigenen Rhythmus. Also speziell diese Atemübung, Bluthochdruck, Stress, ist extrem gut erforscht, auch psychischen Erkrankungen. Das liegt auch daran, dass es die best erforschte Atemübung ist, weil einfach am meisten Studien darüber gemacht wurden. Aber sie ist wirkungsvoll, deswegen führen wir sie aus. Wenn dir schwindelig wird, atme vollständig aus, leer die Lunge, halte den Atem an, relativ sanft, gar nicht so sonderlich lang und atme dann wieder ein. Halte nochmal an. Und dann setzen wir eine zweite Runde fort. Achte darauf, dass bei der Ausatmung dein Bauch wirklich nach innen geht. Du kannst eine Hand auf den Bauch legen, um wirklich zu spüren, wie der Bauch nach innen gezogen wird. Nebenbei, das wirst du auch spüren, ist auch eine ganz tolle Übung für die tiefe Bauchmuskulatur und auch die gesamte tiefe Rumpfmuskulatur und damit wichtig für einen gesunden Rücken. Wieder, wenn du merkst, es ist genug, atmest du vollständig aus, hältst die Luft an.
Atme dann wieder ein. Halt auch hier wieder einen Augenblick an. Dann atmen aus. Wir kommen zur zweiten, auch meist erforschten Atemübung. Immer in diesem Zweiersatz sind die meisten Studien gemacht. Also die meisten Yoga-Studien enthalten diese zwei Atemübungen. Es liegt am Kavalyananda Ashram in Indien, der diese Atemübung macht. Mach mit der rechten Hand Zeige und Mittelfinger auf die Wurzel des Daumens, heb den rechten Ellenbogen, atme links ein. Wir machen das heute relativ sanft. Atme es einfach tief und vollständig ein. Verschließ beide Nasenlöcher, senkst den Ellenbogen und hältst einfach an, so lange wie es sich für dich angenehm anfühlt. Wenn das erreicht ist, hebst du den Ellenbogen wieder und atmest jetzt rechts aus. Du hast links eingeatmet, also musst du jetzt rechts ausatmen. Wieder rechts einatmen. Anhalten. Und wenn du lang genug angehalten hast, atme links aus. Ich habe heute bewusst keine Zählzeiten angesagt. Wieder links einatmen. Also jetzt beginnt es wieder von vorne. Setz die Technik im eigenen Tempo fort. Und wenn ich so einen richtig hektischen Tag habe und ich will zur Ruhe kommen, dann mache ich die Übung wirklich auch einfach so simpel. Wenn ich einen tiefen meditativen Effekt haben will, dann nutze ich noch mehr Techniken, mehr Dinge. Das hatten wir in anderen Stunden schon. Kannst du gerne natürlich nutzen. Aber ich finde, es hat einen besonderen Wert auch wieder ausatmen, wenn du links eingeatmet hast, rechts ausatmen und dann wieder rechts einatmen. Hat einen besonderen Wert eben auch, mal eine Atemübung ganz sanft auszuführen. Meiner eigenen Erfahrung hilft selbst ein paar Minuten diese Übung schon, um Ruhe zu finden. Vielleicht spürst du schon, wie alles in dir zur Ruhe kommt. Setz die Technik fort, bis du das nächste Mal links ausatmest. Dann roll deine Zunge für die dritte Atemübung für heute. Und atme gegen Widerstand ein. Shitali. Halt dann den Atem an. Zähl innerlich bis 2 oder 3 und atme dann aus mit einem sanften Seufzer durch den Mund oder der Quelltext sagt durch die Nase.
Wenn du die Zunge nicht rollen kannst, schütz einfach die Lippen und atme ein wie durch einen Strohhalm. Es geht nämlich um den Widerstand, den du erzeugst beim Einatmen. Ja, ich dachte immer lange, der Effekt wäre, weil die Luft über die Zunge strömt. Aber Studien zeigen, dass wenn wir durch einen Widerstand einatmen, die Herzratenvariabilität steigt. Und das ist ein Maß für die Gesundheit von unserem Herz-Kreislauf-System, aber auch für unseren psychischen Stress. Also, je höher die Ratenvariabilität ist, desto niedriger ist das Stresslevel und desto besser ist die Herzgesundheit. War doppeldeutig, glaube ich. Eigenes Tempo, immer mit der Einatmung. Gegen Widerstand einatmen, richtig Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust füllen. Wenn du genau hinspürst, spürst du, wie das Herz da schneller schlägt. Dann zieh die Zunge zurück und atme mit einem Seufzer aus. Und wenn du genau hinspürst, spürst du, wie das Herz jetzt langsamer schlägt. Und insgesamt dein Herz zur Ruhe kommt. Und wenn du diese Runde abgeschlossen hast, kommen wir zur dritten, auch wieder entspannenden Übung zum Start in die Praxis. Dazu leg dich auf den Bauch, auf deine Yogamatte für die schlafende Sphinx. Und dann am Schluss nochmal eine entspannende Übung machen und nochmal eine meditative Übung. Dazwischen wird es dann auch anstrengend. Für alle, die denken, oh, das ist heute aber sanft. Du stützt die Ellenbogen unter die Schultern auf, ziehst die Wirbelsäule lang und dann lässt du den Kopf nach vorne unten hängen, sodass das Gewicht deines Kopfes die Nackenfaszie langzieht. Stress zeigt sich meistens auch in Verspannungen, gerade im Nacken, aber auch in Verhärtungen in unserem Fasziensystem, auch gerade im Nacken. Wo ist der Unterschied? Das eine sind Myofibroblasten, also Faszienzellen, die aktiviert werden und das Fasziennetz hart ziehen. Das andere sind letztendlich auch, hat auch was mit den Faszien zu tun, die Muskeln verkrampfen zunächst mal, aber wenn sie nicht loslassen können, werden sie mit Kollagenfasern eingebaut und eingesperrt und verlieren so die Funktion. Und auf beide Aspekte wirken wir ein, wenn du hier liegst, das Gewicht des Kopfes nimmst und deine Wirbelsäule passiv auseinanderziehen lässt.
Du spürst wie der Kopf, die Wirbelsäule dekomprimiert, wenn du das Gefühl hast, es drückt in der Lendenwirbelsäule statt zu ziehen. Dann überprüfst du deine Ellenbogen ganz kleinen Hauch hinter den Schultern und hängt dein Kopf wirklich passiv. Solche Loslassübungen wirken auch dann, wenn du sie ein paar Minuten einnimmst. Mindestens 3 ist so ein Anhaltspunkt. Und du spürst jetzt hoffentlich, wie zwischen den Schulterblättern die Wirbelsäule durchhängt, wie fast sie dort passiv auf Zug kommt. Also nicht reindehnen, sondern du hängst einfach nur durch. Und wir bleiben gleich in Bauchlage und kommen jetzt zu anstrengenden Übungen. Du hebst. Du legst dich jetzt erstmal ab, gibst die Hände neben den Körper, stellst die Fußballen auf und jetzt hebst du Füße und Kopf aktiv hoch, drückst die Hände seitlich neben der Matte in den Boden und wischst mit den Händen innen und außen, während du mit den Beinen paddelst, wie beim Kraulschwimmen. Das ist eine therapeutische Übung fürs Ellenbogengelenk, aber auch gleichzeitig eine Kräftigung für den Rücken. Und ja, um zu entspannen, müssen wir auch ordentlich anspannen und Aktivität im Körper erzeugen, weil unser Körper und auch unser Gehirn ist darauf ausgelegt, hin und wieder auch Anstrengungen zu erleben. Und ich hoffe, es wird langsam anstrengend. So schnell kann das gehen. Aus Entspannung wird Anstrengung. Um den Ellenbogen rum soll es anstrengend sein, aber auch im ganzen Rücken, im Po. Und dann komm in den Vierfüßlerstand. Wir gehen jetzt, es war Ellenbogengelenk, jetzt kommt Kniegelenk. Wir rotieren jetzt im Kniegelenk. Du stellst die Beine auf, Oberschenkel senkrecht, Arme senkrecht, Rücken neutral und rotierst im Kniegelenk innen und außen, indem du die Fersen mal nach außen, mal nach innen gibst. Wenn das für dich geht, dann kannst du die Knie einen Hauch heben. Dann ist die Übung gleich anstrengender, sowohl fürs Kniegelenk als auch für den Rumpf. Das ist eine therapeutische Übung fürs Knie. Wir wollen helikale Faserzüge, die übers Kniegelenk gehen, aktivieren, damit unser Kniegelenk gesund bleibt. Das funktioniert genauso, wenn das Knie auf dem Boden aufgestützt ist. Wenn es aber in der Luft ist, ist es einfach ein bisschen fordernder. Dann Schultergelenk, stützt die Hände vor deiner Yogamatte auf den Boden, wisch mit den Händen innen und außen, die Rotation kommt jetzt aus dem Schultergelenk. Wenn das für dich zu wenig anstrengend ist, kannst du auch hier wieder die Knie heben, dann wird es gleich anstrengender für die Schultern, für die helikalen Fasern, über die Schultern als auch für deinen ganzen Rumpf.
Und dann kommen wir zum Hüftgelenk. Streck das linke Bein aus. Streck den rechten Arm aus. Und jetzt rotier im Hüftgelenk und gleichzeitig im Schultergelenk. Innen und außen. Wenn du öfter in diesen Stunden bist, merkst du, es ist die von mir etwas seltener gemachte helikale Übungssequenz. Wechsel die Seite. Ist ein bisschen anstrengender als die in Rückenlage. Jetzt ist der rechte Bein ausgestreckt und das linke, der linke Arm. Rotier im Hüftgelenk und im Schultergelenk. Helikale Übungen sind was, was ich versuche, jeden Tag in meine Yoga-Praxis einzubauen. Dann stützt die Hände auf, Knie auf, zieh dein rechtes Schultergelenk, dein rechtes Schulterblatt, dein linkes Beckenhälfte nach hinten, während du die andere Diagonale lang ziehst und wechsel die Seite. Versuch wirklich, dein Becken zu verformen. Du schiebst eine Beckenhälfte vor, die andere Beckenhälfte ziehst du zurück und wechselst so von Seite zu Seite. Je bewusster du die Übung machst, desto mehr Effekt wird sie haben. Wo ist der Effekt? Auf den Beckenboden, den spürst du wahrscheinlich bei der Übung, weil du dein Becken verformst. Aber auch ganz besonders auf den Schulterbereich. Du schiebst ein Schulterblatt vor, während du das andere zurückziehst. Und du ziehst eine Beckenhälfte zurück, während du die andere vorschiebst. Und ich hoffe, du spürst langsam unterm Schulterblatt eine Aktivierung und eben im Becken eine Aktivierung. Eine der wichtigsten therapeutischen Übungen für gesunde Schultern und für ein gesundes Becken und Beckenboden. Wir weiten die Bewegung aus. Wenn du rechts und links zurückgezogen hast, überkreuzt du das Bein und den Arm, aber leg weder Fuß noch Arm ab, sondern beides schwebt dicht über dem Boden. Zieh zurück und heb dann zur Seite ab, wie Waldi der Rauhardackel. Setz wieder ab, zieh zurück, über Kreuz, Arm und Bein und dann heb seitlich ab und wiederhol. Eigenes Tempo. Und du spürst, wie jetzt helikale Fasern auch mehr im Rumpf aktiviert werden. Ich versuche jeden Tag einmal meinen Körper möglichst vollständig auf helikale Weise zu kräftigen. Und genau das machen wir jetzt. Wir haben angefangen mit Ellenbogen und Kniegelenken, sind dann jedes Gelenk durchgewandert, sind jetzt schon am Rumpf angekommen. Helikale Kräftigung ist enorm wichtig, um unsere Gelenke gesund zu halten. Und die Kräftigung an sich ist wichtig, um unsere Muskeln anzuregen, Stoffe auszuschütten, die unser Gehirn gesund erhalten und letztendlich auch helfen, Stress abzubauen. Dann stützt die Hände auf, gib die Knie zusammen, heb die Knie hoch und jetzt kipp die Knie zur einen Seite,
bis die Oberschenkel parallel zum Boden sind, aber leicht in der Luft schweben. Wechsel die Seite. Wenn es für dich sehr leicht ist, beug die Ellenbogen. Und zwar immer, dass der Ellenbogen, wo die Knie hin zeigt, Richtung Boden geht, der andere weg von den Knien. Und schau mit dem Oberkörper dem Ellenbogen nach. Und ich hoffe, es wird langsam anstrengend. Komm jetzt in die schiefe Ebene. Und auch in der schiefen Ebene machen wir noch eine letzte helikale Übung. Kipp deine Beine einfach auf eine Seite, sodass die Füße seitlich sind. Und wechsel die Seite. Lass die Hände beide am Boden. Da gibt es natürlich 100 verschiedene Möglichkeiten, mindestens vielleicht 100.000 helikale Übungen zu machen, die alle auch irgendwie schön sind. Ich finde die hier sehr schön, weil sie eben in der Brustwirbelsäule eine Rotation erzeugt. Es geht nur, wenn die Hände am Boden bleiben und du das Becken 90 Grad drehst. Und ich hoffe, du spürst diese helikale Kräftigung über den Rumpf. Vor allem auch in der Brustwirbelsäulenbereich zwischen den Rippen. Und dann komm in der Hocke. Beug deine Knie etwas, streck sie dann langsam fast mit den Händen zum Kopf und feder mit dem Kopf. Spür, wie deine Beine vibrieren. Also auf- und ab vibrieren, sodass die Wirbelsäule in die Länge gezogen wird. Die Knie sind leicht gebeugt, sodass die Rippen die Oberschenkel berühren können. Wenn sie mehr gebeugt sind, ist es auch okay. Die Hände sind am Kopf, sodass das Gewicht der Arme mit die Wirbelsäule langzieht. Das schafft Raum für die Bandscheiben zum Atmen. Und dann richte dich auf und im Stehen Feder mit dem ganzen Körper. Und spür, wie einerseits Verspannungen aus dem Körper rausgehen und zum anderen du Elastizität im Körper förderst. Auch eine der Übungen, die ich jeden Tag mache, also elastische Übungen. Dann Feder helikal. Ich versuche, ja, jeden Tag helikal meinen Körper zu kräftigen, jeden Tag elastisch mich anzusprechen und jeden Tag auch eine meditative Technik zu machen, so eine Atemübung, wie ich mit euch teile, und eine Entspannungsübung. Also sprich, was wir hier machen, das ist so immer wieder in Varianten, auch das, was ich persönlich übe, was mir total wichtig ist. Ich glaube, dass eine Yoga-Praxis nicht ewig lang sein muss, um Effekt zu haben. Seitlich federn. Elastizität ist die Fähigkeit des Körpers, sich Seite wechseln, sich zurückzustellen.
also in seine ursprüngliche Form wieder zurückzugehen. Dann Holzhackerfedern. Da muss man besonders aufpassen, wenn die Übung neu ist, dass man also langsam startet. Du gehst runter und hoch und spürst. Wie deine Faszien dich zurückschnalzen lassen. Du kannst auch, wenn du unten bist, ein paar Mal nachfedern. Und dann wieder ein aufrechtes Federn. Schwing ein Bein vor und zurück. Schwing das andere Bein vor und zurück. Es geht ums Entwickeln von Elastizität im Körper. Dann in der Frontalebene. Dann das andere Bein in der Frontalebene. Wenn du es eine Weile machst, diese Übung, wirst du merken, dein Körper verändert sich. Er wird mehr wie ein Gummiball, also kann federn, dann wieder das erste Bein halbkreisförmig. Wenn wir uns nur dehnen, dann werden wir flexibler, aber wir verlieren auch diese Gummiball. Feeling, diese Elastizität. Deswegen, Elastizität gehört in meinen Augen in jede Yoga-Praxis rein. Anderes Bein, ich habe den Seitenwechsel, glaube ich, nicht angesagt. Halbkreisförmig. Und dann Feder wieder. Dann Einatmung in den Sonnengruß. Und hier beginnt die eigentliche Magie. Ausatmung, verneig dich. Synchronisier den Atem mit der Bewegung. Einatmen, Gewicht auf die Hände. Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Oder wenn du willst, auch Chaturanga. Einatmen, genieß die Rückbeuge. Ausatmung, schieb dich in die Position des Hundes und atme. Der tiefe Atem zieht den Geist ganz magisch in seinen Bann. Tief Einatmung. Und genauso tief Ausatmung. 3, 4. Und 5. Sapta Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ashta Ausatmung, verneig dich, Hände zu den Ellbogen. Nava Einatmung, berühr den Himmel über dir. Samastiti Ausatmung. Gleich nochmal. Ekam Einatmung. Blick nach oben. Dve. Ausatmung, verneig dich, Hände zum Ellenbogen. Trini, Einatmung, füll den Atem, die Lunge. Chatwari, Ausatmung, leer die Lunge, während du in den Vierfüßlerstand gehst. Pancha, Einatmung, geh in die Rückbeuge, weit im Herzen. Chat, Ausatmung, schieb dich in den Hund hinein. Tief, Einatmung. Und genauso tief ausatmen. 2. Spür, wie alles von dir abfällt.
während du in diesen Raum des Atems eintauchst. 4. Und 5. Sapta Einatmung, kommt nach vorne, Gewicht auf die Hände. Ashta Ausatmung, verneig dich, Hände zu den Ellenbogen. Nava. Einatmung, richte dich auf. Samastiti Ausatmung. Gleich nochmal. Surya Namaskara B, aber jetzt. Ekam Einatmung, Knie beugen, Arm heben. Dve Ausatmung, verneig dich, Hände zu den Ellenbogen. Trini Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatvari Ausatmung, geh in den Vierfüßlerstand, runder Rücken. Pancha Einatmung, die Rückbeuge. Chat Ausatmung, schieb dich in den Hund. Linken Fuß 45 Grad zur Seite, rechten Fuß zur rechten Hand. Mach einen großen Schritt nach vorne. Wachs nach oben. Ausatmung, wieder einen großen Schritt nach hinten, runder Rücken. Einatmung in die Rückbeuge. Ausatmung in den Hund, rechten Fuß 45 Grad zur Seite, linken Fuß nach vorne. Großen Schritt nach vorne. Heb die Arme zum Himmel. Ausatmung, wieder ganzen Weg nach unten, runder Rücken. Einatmung, geh in die Rückbeuge, weit im Herzen. Ausatmung, schieb dich in den Hund und atme. 2, 3, 4 und 5. Panchadasha Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Shodasha Ausatmung, verneig dich. Saptadasha Knie beugen. Arme heben, Samastiti Ausatmung, Uttita Trikonasana, links vor, rechts zurück, Fersen auf eine Linie, zieh die Leiste bewusst nach hinten, zieh dein Herz bewusst nach oben, breite die Arme aus, achte darauf, dass dein rechtes Knie in die Richtung des rechten Fußes zeigt und dann dreh Ausatmung, streck dich mit dem rechten Arm nach vorne, fass dein Schienbein oder den rechten Fuß, blick dem linken Arm hinterher nach oben. Und tief atmen. 1, 2, 3, 4. Und Blick zum Boden. 5. Trini Einatmung. Füße drehen. Fersen wechseln. Leiste nach hinten ziehen. Arme ausbreiten. Und Chatvari Ausatmung, folgt dem linken Arm nach unten. Einatmung, blickt dem rechten Arm nach oben. Bau eine Spannung auf zwischen Herz und Becken. Das heißt, das Herz zieht nach vorne, das Becken zieht nach unten. Und genießt diese Spannung zwischen diesen beiden Polen. 3, 4. Und Blick zum Boden. 5. Parafritta Trikonasana. Ekam Einatmung. Rechten Fuß nach hinten. Also Becken steht quer. Und Dve Ausatmung. Geh in den Segelflieger. Stütz dann die linke Hand, wenn der Rücken gerade ist. Wenn du merkst, du bist zu weit oben, bleib einfach im Segelflieger. Wenn der Rücken horizontal und gerade ist, stütz die linke Hand so am Boden auf, dass die Fingerspitzen weg vom Fußgewölbe zeigen und gib den rechten Arm nach oben. Wieder, baue eine Spannung auf. Das Becken zieht nach hinten, das Herz zieht nach vorne, sodass du auf der Vorderseite des Körpers weiten stehen lässt. 3, 4 und Blick zum Boden. 5. Trini Einatmen, ganzen Weg nach oben. Dreh die Füße ganz bewusst. Becken quer, Füße breit, hinterer Fuß ordentlich eingedreht, Arme ausbreiten und dann Chatvari erst wieder ein Segelflieger. Überprüf, ist der Rücken gerade und horizontal? Wenn ja, stützt die rechte Hand auf den Boden auf, an der Innenseite des Fußgewölbes. Die Finger zeigen weg vom Fußgewölbe.
linken Arm nach oben und wieder, baue eine Spannung auf. Das Herz zieht nach vorne, das Becken zieht nach hinten. Tief atmen, und zwar die Vorderseite des Beckens zieht nach hinten. Und 3, 4. Und Blick zum Boden, 5. Panche Einatmung, ganzen Weg nach oben, Füße drehen. Samasthiti, Ausatmung, Vinyasa. Ekam, Einatmung, Dve. Ausatmung, verneig dich. Trini, Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatvari, Ausatmung, geh in den Vierfüßlerstand, runter Rücken. Panche Einatmung, in die Rückbeuge. Chat, Ausatmung, schieb dich in den Hund. Anjanyasana, rechten Fuß vor, linkes Knie aufstützen. Komm, einen schönen Ausfallschritt. Wenn du willst, linken Arm, oder auf jeden Fall linken Arm nach oben, rechten nach unten. Aber optional, wenn du willst und kannst, gib die Hände hinter dem Rücken zusammen. Und jetzt neig, egal ob die Hände zusammen sind oder nicht, den Kopf nach rechts. Das ist so, als ob du mit dem Ohr die rechte Schulter berühren wolltest. Und spür, wie im linken Nacken deine Dehnung entsteht. Das ist der Levator Scapulae. Ein Muskel, der verspannt bei Stress, weil das so ein ganz alter Schutzreflex ist. Und natürlich spürst du die Dehnung in beiden Beinen, Piriformis und Iliopsoas, die auch bei Stress sehr leicht verspannen, weil sie im selben archaischen Schutzreflex eingebaut sind. 4 und 5. Hände aufstützen. Einatmung, Po heben. Ausatmung. Vierfüßlerstand, runder Rücken. Einatmung in die Rückbeuge, weit im Herzen. Ausatmung in den Hund. Andere Seite. Linken Fuß vor, rechtes Knie aufstützen. Eine schöne Dehnung wieder in beiden Beinen. Rechten Arm nach oben, linken Arm nach unten. Und optional, wenn du willst, gib die Hände hinter dem Rücken zueinander. Und dann neig den Kopf, egal ob die Hände zusammen sind oder nicht, nach links. So als ob das linke Ohr Richtung linker Schulter geht. Und spür die Dehnung jetzt im rechten Levator Scapulae, im rechten Iliopsoas, im linken Piriformis an den Beinen. 3, 4 und 5. Ausatmung, Hände aufstützen. Einatmung, Po heben. Ausatmung, geh in den Vierfüßlerstand, runder Rücken. Einatmung in die Rückbeuge, weit im Herzen. Ausatmung, schieb dich nach hinten in die Position des Hundes. Wir wiederholen eine zweite Runde. Rechten Fuß vor, linkes Knie aufstützen. Aber jetzt stützt die linke Hand auf, sodass du eine Drehung erzeugst. Rechte Hand aufs Knie, linke Hand auf den Boden. Und wenn du willst, kannst du auch den linken Ellenbogen auf den Boden aufstützen und dich so über die rechte Schulter nach oben drehen. Genieß die Drehung und atme ganz bewusst. 2, 3, 4 und 5. Ausatmung, Hände aufstützen. Einatmung, Po heben. Ausatmung, Vierfüßlerstand, runder Rücken. Einatmung in die Rückbeuge, weit im Herzen. Ausatmung, schieb dich in den Hund. Linken Fuß nach vorne, rechtes Knie aufstützen. Wieder der Ausfallschritt, dann stützt die rechte Hand auf, den Boden auf, die linke Hand aufs Knie für die Drehung. Und wenn du willst, kannst du auch den Ellenbogen aufstützen, den Knöchel fassen. Und wenn du willst, kannst du auch mit der linken Hand hinter dem Rücken den rechten Fuß fassen. Tief atmen. 3, 4, 5. Hände aufstützen. Einatmung, Po heben. Ausatmung in den Vierfüßlerstand, runder Rücken. Einatmung in die Rückbeuge, weiter im Herzen. Ausatmung, schieb dich in den Hund.
Urdhva Dhanurasana. Sapta Einatmung, komm nach vorne. Leg dich flach auf den Rücken ab. Ashtau Einatmung und Ausatmung. Platziere die Füße und die Arme wie Kakteen. Also die Füße nah an der Hüfte, die Arme nah am Körper. Und dann Nava Einatmung, heb die Hüfte hoch. Und wenn du das Gefühl hast, du willst dich in eine Handstandbrücke drücken, darfst du es gerne machen. Dafür stützt du die Hände neben den Ohren auf und hebst dich hoch. Egal welche Form der Brücke du wählst, genieß die Weite, die entsteht. Drei. Vier. Fünf. Nochmal Einatmung. Und dann wieder Ausatmung. Geh den ganzen Weg nach unten. Po auf den Boden. Nimm ein bisschen Schwung. Setz dich auf. Komm in die Vorwärtsbeuge hinein. Eine Vorwärtsbeuge, die erste Folge. Richte dich auf und dann unsere vorletzte Übung für heute. Shavasana, leg dich auf den Rücken einfach ab. Schließ die Augen. Die simpelste Entspannungslage überhaupt. Ich habe noch eine Übung nach Shavasana mit dir vor. Aber jetzt bleib erstmal liegen, entspannen. Und gib bewusst das Gewicht deines Körpers an den Boden ab. Kannst also spüren, wie schwer ist dein Kopf. Und dann diesen Kopf bewusst in den Boden hineinfallen lassen. Wie schwer ist deine Brustwirbelsäule und der ganze Brustkorb. Und dann lass die in den Boden hineinfallen. Spür das Gewicht deiner Arme. Und dann lass auch die Arme in den Boden hineinfallen. Spür das Gewicht deines Beckens. Und lass auch dein Becken bewusst in den Boden hineinfallen. Spür dann das Gewicht deiner Beine und lass auch deine Beine bewusst in den Boden hineinfallen. Lass nochmal deinen gesamten Körper in den Boden hineinfallen. Und beginne in dieser Entspannung mit der letzten Übung für heute. Kultiviere in dir das Gefühl von Maitri, von Freundlichkeit. Am einfachsten geht es, indem du dich in deiner Vorstellung in eine Situation versetzt, in der du
von tiefstem Herzen heraus freundlich warst, liebevoll warst. Und spüre, wie dein Körper reagiert auf diese Vorstellung und sich das Gefühl von Freundlichkeit in dir ausbreitet. Und alle anderen Gefühle, die vorher da waren, vertreibt und dich ganz füllt mit Freundlichkeit, mit Liebe. Und dann langsam wieder in Bewegung, räkel und streck dich und komm über die Seite zu einem aufrechten Sitz. Dreh dich zu mir, gib die Hände vom Herzen zusammen. Atme ein und gemeinsam lausche, das ist einfach ein Mantra für Liebe, für Freundlichkeit aus dem Yoga-Sutra. Maitri Karuna Mudito Pekshanam Sukadukha Punya Punya Vishayanam Bhavanatas Chitta Prasadanam. Und gemeinsam. Shanti, Shanti, Shanti. Paramade Vatabhyonamach, Paramade Shibhyonamach. Namaste. Vielen Dank fürs Mitüben. Ich hoffe, du spürst diesen entspannenden Effekt dieser Yoga-Praxis. Bei mir ist der Effekt auf jeden Fall angekommen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du, bevor du gehst, mir noch einen Kommentar schreibst, was du in dieser Stunde erlebt hast, ob du andere Gedanken hast zum Thema Yoga und Stress und was du gerne von mir lernen möchtest, damit ich dir das auch beibringen kann, zeigen kann aus meiner Erfahrung, was dich auch wirklich interessiert. Als kleines Dankeschön habe ich in die Beschreibung einen Link gepackt zur iCommunity. Die iCommunity ist die Community, die ermöglicht, dass es diese Inhalte gibt. Da warten viele enthusiastische Yogis und Yoginis auf dich. Du kannst 25 Yogastunden pro Woche live online üben, wenn du in Ulm bist. Das kannst du auch physisch üben, live. Es gibt über 600, fast 700 aufgezeichnete Yogastunden, Therapiesequenzen und Ähnliches. Also ich denke, da ist viel Spannendes für dich dabei. Und das Wichtigste, als Teil der Community kannst du einen Beitrag festlegen, mit dem du Inhalte wie diesen hier unterstützen möchtest. Und das ist total wichtig. Und deswegen vielen Dank, wenn du Teil der iCommunity wirst. Namaste und einen wunderschönen Tag.